Morgen. Ja, gestern sind wir hier im Dorf angekommen. Und jetzt bleiben wir hier einen Tag und chillen. Ich hänge hier unter der Holzhütte. Das ist mein Ausblick. Die Hütte da, das ist das Klo, das ist wirklich der Horror. Da ist halt einfach nur dieses Loch, wo man sich drüber kniet. Und darunter ist einfach eine Fallgrube, wo sich die ganze Scheiße sammelt. Und wenn man da mal reinleuchtet, was ich gestern im Dunkeln zum Pinkeln gemacht habe, um das Loch nicht zu verfehlen, dann sieht man, wie sich die ganze Scheiße bewegt, weil die voller Maden ist. Und der Geruch, den könnt ihr euch nicht vorstellen, ey. Es ist dermaßen gruselig da drin. Ich gehe tausendmal lieber in jeden Wald der Welt, als in dieses Klo, ey. Aber man kann natürlich hier im Dorf auch nicht einfach in der Nähe des Dorfes ein Loch graben und da reinscheißen. Weil wer weiß, wie die das aufnehmen, wenn die das mitkriegen. Man will hier ja nicht irgendwie unfreundlich sein oder respektlos. Ja, jetzt sitze ich hier gerade an der Anlegestelle für die Boote. Die Leute da unten machen sich gerade fertig. Das eine Boot fährt auf die Jagd, das linke, und das rechte zum Fischen. Und die fischen mit hier, was er gerade in der Hand hat, Harpunen, die sie aus der Hand schießen, nur mit einem Gummiband. Das heißt, das Gummiband ist der Abschussmechanismus. Und die tauchen nach den Fischen. Das heißt, sie tauchen dicht ran, dann ziehen sie das Gummi stramm und dann schießen sie das aus der Hand ab. Ja, und hier steht noch ein Gewehr. Der Junge im Boot, der junge Mann hat auch noch ein Gewehr. Und hier werden Wildschweine gejagt, sowas wie Rehe und Kaninchen. Das ist das Leben im Darien. Also die färben, die packen das in Wasser, mit Pigment. Das Pigment, das bringen sie irgendwie von außerhalb. Und wie lange braucht die für einen Teller ungefähr? Quanto trabajan en uno así? Una semana. Eine Woche. Wow. Wow. Mucho trabajo. Trabajo, bueno, yo me llevo este. $12, mi hijo. Muchas gracias. Und jetzt werden wieder die Füße nass gemacht. Nicht zum ersten Mal heute. In der ersten halben Stunde sind wir schon durch drei Flüsse gelaufen oder so. Die Lebensmittelvorräte haben wir im Dorf wieder aufgefüllt. Wir sind jetzt alle bei so 25, 26, teilweise 27 Kilo Rucksackgewicht. Ja, ich bin bei etwas über 26. Aber mittlerweile haben wir uns da auch alle schon so ein bisschen eingelaufen mit dem Gewicht. Auch die ein bisschen weniger trainiert waren.
Heute sind wir wieder an einem sehr geilen Campspot. Hier direkt am breiten Fluss. Mit schön viel Steinstrand, hier schön viel Steine zum Sitzen. Ja, das Wasser ist klar, türkis. Da hinten bauen wir gerade unser Camp auf. Mein Tarp hängt schon. Und nachdem man das Tarp aufgehängt hat, damit man für jedes Wetter gewappnet ist, ist das allererste raus aus den nassen Schuhen und rein in die Latschen. Ja, da hinten sieht es auch sehr schön aus. Also jetzt Camp fertig aufbauen und ab ins Wasser. Die Hygiene und den Spaß erledigen, damit die Füße dann Zeit haben zu trocknen. Okay, es ist gerade erst dunkel geworden. So richtig dunkel ist es noch nicht mal. Es ist wahrscheinlich 6:30 oder so. Morgen geht es sehr früh raus. 20 vor 3 Uhr morgens. Morgen muss ein Berg geklommen werden. Und das Problem ist, heute hat mein Rucksack blöd gesessen. Der war sehr schwer. Ich habe leichte Kopfschmerzen. Also leichte Migräne. Die setzt bei mir immer ein, wenn mein Nacken-Schulterbereich zu sehr verspannt ist. Deswegen werde ich mir jetzt noch die Füße eincremen, Kopflampe und GoPro an die Powerbank hängen. Und dann werde ich mir noch Nacken und Schulter massieren. Ich habe eine halbe Paracetamol genommen. Und dann werde ich hoffentlich schnell schlafen. Morgens um 3 in nasse Schuhe steigen. Ich liebe es. Alles schön nass. Ja, es ist etwa 4 Uhr morgens. Und die heutige Wanderung ist gestartet. Und deswegen laufen wir jetzt im Dunkeln durch den Dschungel. Ich habe mein Moskitonetz über dem Kopf, damit mir die Viecher beim Licht nicht direkt in die Fresse fliegen. Ist ganz angenehm. So, da vorne ist irgendwo eine große Schlange. Ich rekapituliere mal eben für die Kamera. Schlange, ich habe sie gerade noch zu Gesicht bekommen. Den letzten halben Meter oder so. Ich habe mit meiner ultrahellen Taschenlampe hingeleuchtet. Da kroch die Schwanzspitze noch über den Weg und verschwand unterm Fels. Und der Local hinter mir, der hat sie als eine Lanzenotter identifiziert. Also es war ein ziemlich großes Viech. Und Lanzenotter ist so ziemlich das Giftigste, was einem hier begegnen kann. Von daher bin ich ganz froh, dass wir da nicht näher gekommen sind. Mittlerweile
wieder ein bisschen mehr Gewicht drauf, weil ich ein paar Damen etwas abgenommen habe. Aber es passt schon, weil wir großen, schweren Männer tragen ja im Verhältnis zu unserem Körpergewicht viel weniger als die kleinen, zierlichen Damen. Wir arbeiten uns langsam vor im Nebelwald. Bald kommen die ersten Wolken. Ja, einer meiner Stöcker ist am Rucksack, weil das untere Glied immer rausgerutscht ist. Steckt immer im Boden. Darum wandere ich jetzt gerade nur mit einem Stock. Zweite Pause, wir sind beim Berg ungefähr auf Halbzeit. Zwischendurch hat mich die Schwäche ein bisschen erwischt. Meine Beine fingen an zu zittern. Da musste ich ein bisschen Energie nachtanken, dann ging es wieder. Aber es war dann jetzt auch nicht mehr weit bis zur Pause. Und ja, gleich genauso lange hoch etwa. Und oben gibt es dann Lunchtime. Ich glaube, es ist so rund 10 Uhr morgens. Das Klima ist schon ganz anderes. Also es ist definitiv kühler. Sobald man stehen bleibt, wird das komplett durchgenässte Hemd wird kühl. Also will man auch gar nicht allzu lange Pause machen. Wir sind auf dem Gipfel angekommen. Wenn ich mich nicht irre, gibt es jetzt demnächst Mittagessen. War anstrengend. Aber es ging klar. Hier ist absoluter Nebelwald. Man sieht wieder, wie in Kolumbien und Ecuador das Moos überall runterhängen. Überall wachsen Farne an den Stämmen. Man kann gesunde Bäume nicht von toten unterscheiden.